Jeden Tag aufs Neue. Muskelaufbau, Physiotherapie, Reha-Training. Sascha Dum arbeitet hart für sein Comeback. Karriereende nach der Rücken-OP Anfang Februar, davon will der Außenverteidiger nichts wissen. Und trotzdem ist Geduld angesagt. Dadurch, dass man ja 4 Wochen gelegen hat, bildet sich natürlich alles zurück, also gerade muskulär. Und da merkst du halt auch schon mal, am ersten Tag habe ich selbst die 15 Minuten Rad gemerkt. Aber es wird halt von Tag zu Tag besser und deswegen können wir es ja auch von Tag zu Tag steigern. Unterstützt wird Sascha dabei von Reha-Trainer Carsten Rademacher. Und obwohl der 27-Jährige mittlerweile genau weiß, welche Übungen er in seinem jetzigen Stadion absolvieren muss, hat der Coach ein Auge auf ihn. Machen wir heute wieder dein übliches Bodenprogramm, was wir die letzten Tage auch gemacht haben. Dann hast du die beiden Übungen hinten am Seilzug. Wir gehen heute aufs Alter-G-Laufband, das Laufen mit Gewichtsentlastung machen und zum Abschluss machen wir dann die Gerätschaften, die wir auch sonst haben. Jo. Sascha kommt am harten Training nicht vorbei und Präzision bei der Ausführung ist hier absolut notwendig. Gute Rumpfspannung auf, gut anspannen. Also aber in den Bauch atmen oder normal einfach nur anspannen? Anspannen. Genau. Okay, anspannen an. Einziehen. Halt die Wirbelsäule stabil hier. Damit kommst du jetzt, verstehst du? Hier ist es recht familiär. Also ich kenne die alle noch von meinen ersten 2 Reha. Programm und von daher wusste ich, was mich erwartet und ich weiß auch, dass hier wirklich nicht nur bap und auf Wiedersehen, sondern dass man hier auch mal lachen kann, dass man auch mal vielleicht ein bisschen Quatsch machen kann und das ist natürlich in der Reha, die so lange geht, schon mal von Vorteil. Drin. Gut. Von Vorteil ist auch die moderne Technik, die Reha Leverkusen Sascha bieten kann. Immer wieder neue Trainingsimpulse, immer wieder neue Übungen, auch heute. Für den ehemaligen Leverkusener Spieler ist auf dem Antigravitationslaufband Konzentration angesagt. Der Sascha befindet sich jetzt gerade auf einem ganz speziellen Laufband, mit dem wir das Körpergewicht reduzieren können. Über einen Überdruck wird er ganz leicht angehoben und dadurch wirken halt weniger Kräfte auf seinen, vor allem auf seinen Rücken und auf seine Gelenke. Und dadurch kann er eben viel eher mit dem Lauftraining beginnen, als es normalerweise möglich wäre. Eines fällt im Training jedenfalls besonders auf. Auch wenn es sich bereits um Saschas dritten Bandscheibenvorfall und somit auch um die dritte Reha handelt, hat der 27-Jährige seine gute Laune nicht verloren. Obwohl ihm das bei so einem langwierigen Aufbautraining wahrscheinlich keiner übel nehmen würde, wie auch Carsten Rademacher bestätigt. Ja, natürlich. Es ist sicherlich so, dass man in so einem Reha-Prozess auch einige Tiefen durchläuft und nicht jeder Tag eben so gut und optimal verläuft. Da ist man natürlich auch so ein bisschen, muss man da auch so ein bisschen unterstützen. Einen Motivationstrainer brauche ich nicht, ruft Sascha aus dem Hintergrund. Die beste Motivation ist wohl das konkrete Ziel vor Augen. Natürlich gibt es immer mal wieder 1-2 Tage, wo es halt nicht so perfekt läuft, aber im Großen und Ganzen immer auf einem guten Weg. Und wir hoffen, dass es spätestens zum Anfang der neuen Saison wieder hinhaut. Sascha geht mit großen Schritten Richtung Genesung. Allzu lang soll der MSV schließlich nicht auf den Stammspieler mit der positiven Einstellung verzichten müssen.